Fahren sieht gut aus. Rein. So, liebe Freunde, Andriel ist heute unterwegs im UBRS. Jo, ist ruhig. Flora Mortis. Und wir wollen uns hier mal versuchen. Wir wollen mal gucken, was hier so passiert. Bin ganz gespannt. Ja, ich wollte ja ganz gerne hier auch die Andriel, also unsere Druidin, hier ein bisschen mehr. Wir so eine Feueraura haben, oder? Wäre wohl sinnvoll, denke ich. Obwohl eigentlich der Schaden müsste passen. Bisschen doof mit der Sicht, stell ich gerade vor. In der Damage-Gruppe. Ist das besser, wenn ich das so mache? Ja, vielleicht ist das sogar besser. Versuchen wir es mal. Aus Sicht der Eule sind wir jetzt hier. Obwohl. Das ist beim Druiden ja immer so ein bisschen problematisch. Entweder ist der Bärenpopo ein bisschen kräftig. Ja. So. Oder man steht sonst zu nah dran, so wie ich jetzt gerade. Was machst du da gerade, Hause? Achso, du guckst mich an und heilst. Das ist schön. So, eine Priesterin, was habt ihr denn? Ja, was habt ihr denn? Was? So, Amtor, du bist ja mal wieder da, oder? Scheint komplett raus. Ich kann da gar nicht. Ja, macht wahrscheinlich sowieso der Schurke. Das ist so ein bisschen problematisch hier mit der Sicht, dass man das mal einstellen. Ich krieg hier natürlich einiges ab. Und ja, der Schaden ist ziemlich, nah dran gehe, das ist klar. Ziemlich gut. Jo, hat's nur mich. Lauffeuergelb. Hm. Ah, schön. Hätte ich auch gern. Besser als nix erstmal, meinst du? Wobei eigentlich der Uni-Umhang ja noch besser ist. Ja, schon, nur im Moment habe ich ja nix. Aber ich gewöhne mich dran. Ich glaube, ich gewöhne mich dran. Oh. Problem ist, ich kann so ich jetzt weiß, nicht heilen. Nicht, ne? Oh. Jo, wir haben halt nur einen Retzer. Einen anderen Heiler geritzt. Ist er wieder da? Bisschen blöd mit der Sicht. Wer gerne ohne mich, ohne hier die Eule selbst zu sehen, aber doch deswegen trotzdem ein bisschen weiter weg. Das wäre mir lieber. Naja, gut. Man kann eben nicht alles haben. So spielt das Leben, ne? Jo, kannst. So. Aber das läuft doch alles hier ganz prima. Wir gehen nicht rüber zur Vaterflamme, ne? Nee.
Cool. Also du wirst unbedingt mit uns machen. Du bist Tank. Ich hab das hier so durch. Auch mit so einer dicken Eule. Da sind wir jetzt rausgekommen. Ich hab mich halt, ich erinnere mich halt daran, dass die ein bisschen härter sind. Ach. Nö, nö. Das geht eigentlich genug. Es wird erst in den letzten beiden Räumen. Ja, ich meine halt die kleinen Drachen. Nur, dass die so ein bisschen mehr reinhauen, dass sie so ein bisschen gefährlicher sind, weil hier. Mhm. Nö, nö, die. Da lässt du einfach die Off-Tanks hin oder die Milis. Klang nach Freizaubern. Ich bin einfach zu sehr Magier, um das nicht zu erkennen. Ja. Ja, man gewöhnt sich an so liebgewonnene. Kann ich denn jetzt nicht looten? Fortune offline? Scheint mir so. Die Magikheiten. Aber sehr gechillt hier, die Runde, muss ich sagen. Sehr schön. Gefällt mir echt gut. Ja, ich muss. Nicht so stressig und nicht so militärisch, vor allen Dingen, da kann ich so gar nicht mehr zu diesen. Weil ich habe gerade Standbilder. Ja, du kommst doch sehr abgehakt drüber. Geaddet? Ja, wir haben geaddet. Ja. Ich kein Mana mehr, das heißt, ich muss mich selber anregen, das ist ja doof. Aber ich habe ja einen Mana-Trank. War ganz kurz der Jäger an? Weiß ich nicht, der ist jetzt irgendwie schon seit, ich weiß nicht, dem Feuertypen nicht mehr da. Heute mal der Dingenskirchen. Erstmal trinken. Ah, Fortune ist wieder da. Und ist gleich wieder tot. Wenn du unten an der Ecke da stehst, schaffst du dich nicht weg. Oh, da kommt der ganze Pulk hin. Ich will nicht. Ach guck. Was? Ich hatte gerade Arco noch. Ich muss auch noch heilbar sein. Dann stehe ich halt ja, nicht nee, hinter irgendeiner Ecke, wo man mich nicht sieht. Ja, ich stelle mich einfach auf die andere Seite, dann passt das schon wieder.
Oh, welch ein schönes Schmuckstück. Ja, ich bin auch fast verleidet, den Bedarf zu machen. Ah, der andere Palle macht auch Bedarf mit. Machen wir einfach alle Bedarf. Ja, die Krieger gleich mit. Ich schlage vor, ich charge da einfach gleich rein. Jo, kannst du ohne Probleme. Hey, ich hab's gewonnen. Und alle Mages hassen mich jetzt. Aber das sind auch schöne Würfelergebnisse. Hallo. Hallo. So, das läuft ja wirklich klasse hier. Ich muss schon sagen, so ganz gechillt. Weiß ich nicht, könnte es schlechter laufen? Och, ich habe schon ganz andere Gruppen erlebt. Ja, sagen wir es so, Amthos hat ja auch einen Krieger. Das erste Mal, wo ich mit ihm hier reingelaufen bin, war das mehr so, oh, da hat ein DD-Aggro, oh, da hat ein DD-Aggro. Für was brauchen wir einen Tank? Wir haben genügend CC. Der ist eigentlich nur hin und her gelaufen und hat die Aggro nur von den Heilern runtergesputtet. Ja, ich meinte jetzt mehr so diese Stress, Stressformaten. Die dann immer meinen, jetzt, oh, du musst das machen, du musst das machen. Da kann ich so gar nicht drauf. Ja, du musst Schaden heilen und, Quatsch, du musst nicht heilen, du musst Schaden machen und mir Dornen waffen. Ja, klar, mach ich auch. Beim Boss kriegst du auch Dornen. Okay. Davor ist es aber nur, wenn du lieb bist. Nee, also davor ist es tatsächlich sinnvoll, aber ich meine, da sind viele Mobs, da ist ein Boss. Verstehst du? Lass uns unten rumgehen. Schön. Ich hätte fast gepult. Ja, wir gehen unten rum. Ja, dann zeige ich dir noch was Schönes. Dankeschön, sehr freundlich. Ich hätte so gerne noch ein bisschen Mana getankt. Und ich hätte noch gerne einen Jäger. Es ist doof, während des Heilens zu suchen. Besonders wenn auf einem Tank gerade 5 Mobs fahren oder sowas. Ja, und besonders das noch mit Sekundenstandbilder. Also wir können gerne eine Pause machen, wieder damit die du schöne Bruder dabei. Bis dahin kannst. Was, wo, hä? Ja, die geprägte Lederbrust. Ja, die ist ultra, also. Hab gerade gedacht, ich hätte mich verguckt. Das ist doch irgendwie aus der Todesminen, oder? Nee, davor noch. Der Heiler redet gerade. Ja, ich glaube, das war dann meine Schuld, ne? Es waren wohl auch etwas viel, ich hätte sie pullen sollen. Joa, ich hab schon angegriffen. Ich weiß nicht, also jetzt, ja. Okay. Nee, du schießt sie immer hoch. Ab dem Punkt. Ja, ist besser so. Sehe ich an. Hat keinen Wert gehabt.
Dankeschön. Aber ich glaube, ich tausche nochmal dich aus gegen den anderen Pader. Das nochmal. Oder nee, gegen einfach einen schlechten Mage. Jo, das ist. Ich bin gerade noch die Heiler. Das macht können er wir doch mal das ein bisschen lassen? Was die anderen. Dass es dadurch noch länger gedauert? Ja, keine Ahnung, ich bin's nicht. Das ist dieser komische Paladin da. Der immer ein bisschen zu weit nach vorne geht. Wieso, der kommt doch von hier auf? Eigentlich schon. Du wirst viel zu abgehakt, weißt du das? Ja, ich hab auch so Sekunden. Gerade. Möchtest du nicht vielleicht deinen Router mal neu starten? Jo. Versuchen es jetzt nochmal mit dieser Ansicht. Reicht euch das doch besser? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. User disconnected from your channel. So, ja, wir warten jetzt auf unseren Heller und auf, auch mit auf den Gildenmeister, der sich nochmal reloggen muss. Wir gerade vernommen haben. Und weil es so schön ist. Und der gute Freund hier, der hat so ein richtig schön, das ist glaube ich ein Dalrent. Ein Dalrent Schwert. Nein, Kriegsklinge der Hakari, okay.
ZG ist wohl auch ganz hoch im Kurs. Ich hoffe, ihr wisst, wir haben jetzt gerade keinen Heiler. Hallo, wir haben einen Heiler. Wir haben ja Horns. Entschuldigung. Richtig. Anmut der Natur. Aber. Oder gibt's eine Quest? Ich habe eine Quest. Wir bekommen eine Quest. Die oberste Beschützerin. Vorlesen tue ich euch das ein andermal, weil. Obwohl, wir hätten jetzt Zeit, glaube ich. Wir versuchen es mal. Die oberste Beschützerin reist nach Kalimdor, Nachtelf. Unser Schwarm ist in den frostigen Landschaften von Winterspring zu Hause. Wenn ihr Winterspring erreicht habt, sucht die Höhlen der Mazroli auf. Auf den eisigen Böden von Mazroli werdet ihr Koboldrunen finden. Haltet eine meiner Schuppen in der Hand und stellt euch auf eine Rune. Ihr werdet dann zu Halley teleportiert. Ja, das können wir aber auch anders haben. Wir brauchen wir nicht da hoch teleportieren. So, und jetzt. Jetzt lustig. Jetzt kommt, glaube ich, Dalrend, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dalrend. Wer rennt denn da? Da rennt der Rand. Wer rennt denn da durch Nacht und Wind? Das ist da rennt. Geschwind. Ich habe ja auch das Gefühl, dass er gleich rennt. Der rennt. Macht ihr dann drauf? Also ein guter Neustart hat bei mir halt noch nicht so lange gedauert. Nee, bei mir auch noch nicht. Aber vielleicht bis man den Knopf findet. Für den Reset. Was nicht, also Reset ist ja nicht gleich Neustart. Neustart ist Stecker raus, Stecker rein und 2 Minuten warten. Reset geht ja auch meistens.
Dann ist er auf Werkszustand zurück. Das wollen wir doch nicht. Nee, ich meine ja jetzt nicht mit der Büroklammer hinten reinfriemeln. Gibt's, also beim, zumindest bei mir gibt's da so einen Button. Ah. Wir da. Baby. Willkommen zurück. Wir haben uns schon gefragt, warum du so lange brauchst. Dauert das bei deinem Router so lange? Telekom. Ja gut, ich habe auch einen Telekom-Router, das dauert bei mir 2 Minuten. Gibst du hast ja erst noch schnell was zu essen geholt. Nee, das liegt neben dran. Egal, jetzt ist er da, fertig. So, Ich fühle irgendwie im Hintergrund die Putschversuche. Ja, da schreibt jetzt schon wieder jemand, hau mal eine Salve hinten auf die Mobs und so was, also. Ja, wenn du da hinten stehst, kannst du wunderschön 2 Drachen anschießen. Mhm. Ach, habt ihr schon gemacht, wunderbar. Ja. Moment, ich muss noch kurz alles rausziehen. Er hat's eilig. Ja, das Schöne ist, ich komme nicht mehr aus dem Fight. Und hab kein Mana. Ah, da können wir, glaube ich, was machen. Dawn hält noch 40 Sekunden bei mir. Okay. Danke. Da schießt der ganz frech durch mich durch. Ach, es ist ein Jäger, er kennt sich mit Wildchen aus. Das ist ein Glück für mich. Ach, die Eule ist kein Pet. Nee, das ist die, die dir die Dornen gibt. Jetzt vom Paladin. Wie bitte? Ach, nix. Ja, mein Schurke hat einen Paladin als Haustier, sogar mittlerweile 2. Mann, ich würde gern mal Mana tanken. Das geht leider hier nicht. Das würden sie alle gern. Macht's einem wirklich nicht leicht. Naja, also ich würd's den Leuten ja auch gönnen, ne? Aber irgendwie klappt das hier nie. Doch, kurz bevor der Boss kommt. Ja. Wenn man im richtigen Moment sich hinsetzt und so weiter, kindert. Und kein Heiler ist. Weil die Heiler kommen ja eh immer später aus dem Fight. Als alle anderen Klassen. Wobei Mages, glaube ich, noch ein bisschen später rauskommen. Ich würde auch gerne noch mein schönes Schmuckstück anlegen, was ich gewonnen habe.
So, von der Eule verdroschen. Auch eine Art Mann als Regen. Wäre noch schön, wenn der Paladin noch Siegel der Weisheit drauf gemacht hätte. Also jetzt können manche regen. Ja, kostet seine Macht. Widerstehen ist verboten. Weißt du das nicht? Ja, die Hosen nehme ich doch. Bitte. Danke. Ach ja, der Aromat hat gleich mitgewürfelt. Sehr freundlich von ihm. Ja, er hat gemeint, auf Schild würfelt er nicht. Okay. Natürlich gibt es der Aromatis. Ja, ich weiß nicht, ich hab's eh schon als Paladin. Also geht's immer weiter, ne? Und der Herzwechsel schießt weiter munter durch mich durch. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Man kann halt noch so oft in der Instanz gewesen sein, wenn man nicht mal getankt hat, dann weiß man einfach nicht, wie das als Tank ist. Wahrscheinlich wohl richtig. Ja, ich frag mich halt immer noch. Wir haben zwei Mages, ich krieg immer noch kein Int-Buff. Schreib's doch mal rein. Schon zweimal gemacht, deswegen. Auch kein Int-Buff. Jetzt komm gleich, habe ich nicht geskillt. Nein, ich habe nur einen Single gekriegt. Oh, jetzt habe ich einen großen gekriegt. Selbst mehr? Ja, wow, ich habe auch einen. Warum braucht auf einmal so viel? Das ist irritierend. Dann machst du gleich den einen Gang mit? Den einen Gang? Ja, zu BWL. Droppt da irgendwas? Ja, da kann die Mobs da hinten haben eine höhere Chance, bis Werte 4 zu droppen. Oh. Also die Verzauberung. Oh. Na, dann muss man die mitmachen. Also auf BWL würde ich mich auch freuen. Ja. So als Instanz. Heute nicht. Heute nicht. Nee, schon klar. Also MC kenne ich wohl noch und
Akku ja, 20 ein bisschen. BWL. Das geht auch. Erstmal mit der Gilde zu haben, ist einfach ein tolles Gefühl. Klar, das macht doch immer wieder Spaß dann. Das eingeschworene Gemeinschaft. Ich denke, relativ schnell mit BWL anfangen. Nur weil wo ich also wirklich immer Gänsehaut kriege, wenn... Das musst du BWL auf jeden Fall machen. Wo ich immer Gänsehaut kriege, ist, wenn die Leute eben so anfangen, so mit ihren militärischen Strategiegehabe. Also da, dass man eine gewisse Reihenfolge und so weiter. Aber das in BWL. Ja, aber man kann es so oder so machen, sag ich mal. Ja, aber spätestens Chromagus oder beziehungsweise Chromagus und Neff brauchst du es auf jeden Fall. Und bei Razor Core, beim dritten Boss. Absprache ist das eine, ne? Aber ich meine, so, ja. Wenn ich das jetzt schon so lese, so, Gear-Check und so einen ganzen Kram, ich meine, das macht man vorher miteinander ab, aber diese Random Raids da alle und, naja, ich kann es gar nicht so in Worte fassen. Also. Nee, die wollen einfach nur nicht, dass wirklich Punkt 4-Rate Chars mit grauen Equip noch mitnehmen und Blut absahnen. Das ist eigentlich der einzigste Grund. Also nach meiner Erfahrung wollen sie auch ganz andere Leute eben nicht da dabei haben, ne? Die vielleicht auch auf etwas würfeln könnten, was dann für die Gilde sein könnte. Schurken auch das Problem mit DM Nord. Also da brauche ich dann meine Arbeitskraft nicht bringen. Also. Wann lernen eigentlich die Magier, dass Wegrennen nichts bringt? Also wenn sie es jetzt nicht können, dann gar nicht. Ich werde meine Militärphobie nochmal vernünftig in Worte fassen, demnächst. Damit das mal verständlich wird. Nee. Sonst haltet ihr mich ja noch verrückt. Also das nicht aufziehen. Weil man darf mich auch lieben gern mobben, habe ich nichts dagegen, solange es im Rahmen bleibt. Ja gut, militärisch nicht, aber das ist halt dein Führer, ne, hier im TS, da musst du jetzt mitleben. Ja, das ist anders. Ich bin der heilige Führer. Oha. Ja. Aber lass dir nicht so einen komischen Schnurrbart wachsen. Ich glaube, das ist ein bisschen aus der Mode. Okay, der Scheitel ist noch in Ordnung, alles klar. ja, okay, der andere Heiler hat Mana. Nee, weil die Schweizer. Oder wer war es eigentlich, der mich auf Heiligen Führer gebracht hat, nur weil ich mit dem Paladin heilen sollte? Das waren, glaube ich, unsere Schweizer. Auf jeden Fall bist du offensichtlich der Heilige Führer von Gottes Gnaden. Ja, also für den Absolutismus ein. Also dann bin ich von Gottes Gnaden eingesetzt, vom heiligen Licht. Letacetur. Oder so. Keine Ahnung, ich hab Latein, ich hab kein Französisch. Naja, Letacetur. Ist die Olle jetzt so vorbei, ohne dass sie mich sehen? Ja, natürlich, ich hab's doch auch geschafft. Du bist zwar eine Eule und hast viel Fell. Eigentlich habe ich ja Federn, ne? Also du bist so ein Eulenbär. Miau. Katze. Eulenkatzenbär. Da fehlt was unten dran noch. Da. Wo? Dreh. Ups.
Das läuft aber ganz gut. Ja, zwei Ausdauer mehr, ne? Weiß nicht, ob ich darauf würfeln sollte. Verliest du sonst was? Stärke oder sonstiges? Nö. Aber dann hättest du nehmen können. Eben mehr. Ja. Das ist wahrscheinlich für einen hohlen Zahn für den Krieg. Ach, an diese Stelle habe ich so meine Erfahrung auch, aber. ja, man könnte ja zum Beispiel auch sleepen und sowas. Ja, den Dicken einfach sleepen. Und wir haben auch zwei Mages. Das klappt aber hier nicht. Den Dicken? Also man könnte ja Zeichen setzen, dann müsste man. Was? Ja, yeah, immer alles gut. Na, wenn halt jemand stirbt, dann sind die Zeichen wieder weg, verstehst du? Der Mond ist ein Schaf, oder? Der Mond ist ganz eindeutig Sleep. Weißt du, was machst du in der Nacht und was scheint in der Nacht, ne? Ja, und dann haben wir noch eine Eisfalle. Die Eisfalle ist natürlich der gelbe Stern. Weil das so schön blau ist. Genau. So, und die Caster sterben ja. Ne? Und wer macht zuerst? Na, ich pulle natürlich. Aber sonst können wir nichts weiteres mehr machen, ne? Ja, theoretisch gesehen, wenn die Mages gut wären, könnten sie noch einen fighten. Ach, Quatsch. Oh, das sieht doch super aus. Räum mal da. Da ist er. Na gut. Er will mich scheinbar nicht angreifen. Habt ihr das auch manchmal, dass der Kopf von dem noch in der Luft hängt? Jo, öfters. Ups, hallo. Fällt mir ja die Krone aus dem... Zacken aus der Krone sozusagen. So, ich bin mal kurz aus in hier raus. Also, dann machen wir jetzt erstmal nicht weiter. Oh, vielleicht kriege ich noch einen Unibuff ab. Unibuff.
Währenddessen kann ich so lange noch Werbung machen. Was sagt mir dann, wenn Hüpfi da ist? Hüpfi scheint da zu sein. Jupp. Dann flieg ich los. Ich finde den Namen vom Schocken toll. Horstbaumpei? Nein, nein, Hinterhalt. Ach so. Ah, Hinterhalt. So, ich habe keine Ahnung vom T05-Boss hier. Einfach tanken und die Ads machen. Oder beziehungsweise eigentlich sollten die Melees auf die Ads gehen, aber da so wenig Melees sind, sollte der zweite Tank auch ein bisschen mitmachen. Sonst müsste eigentlich eh alles in Hüpfis Weihe landen. Oh, wir haben einen UPS. Gilde. Ja, Hinterhalt hat den UPS-Schlüssel. Schön. Aber ich hoffe, Hausen schafft es mit dem Heal. Hoffen wir es. Er ist jetzt erst hier. War gerade schon ein bisschen knapp. Was war das? Ja, der ist gerade tot umgekippt. Oh, schön. Und der ist gut. Wir sind alle, fast alle tot. Der macht dieses Gefäß da und dann. Dann kommen ein paar Kettenblitze.
So. Alle mal weg. Und der lacht auch noch hier. Der Boss. Der lacht. Steht im. Da? Ein A. Müssen wir jetzt alle laufen oder wie machen wir's? Ihr könnt alle laufen. Ich kann auch schauen, ob ich retzen kann. Einen kann ich auf jeden Fall nicht retzen. Das wäre. Bitte. Ach, deswegen macht er gerade so Stress, weil noch ein random MC-Raid heute macht oder wie? Ah ne, am Donnerstag. Also eigentlich dauert es ja nicht mehr allzu lange, wenn wir nicht allzu oft mehr sterben, ne? Und dann dürfte das ja mit HC klappen. Vielleicht klappt es ja auch noch mit DM Nord nochmal durchlaufen. Das sind ja nur 15 Minuten. Och nö. Hab ich nicht so wirklich Spaß dran. DM-Buffs wären doch noch schön. Vielleicht hat er auch Decker noch irgendwie welche. Ja, jetzt bin ich dummerweise ein bisschen falsch abgebogen. Dass nicht gleich alle Leute laufen. So. Jetzt fängt das Gehüppel gleich wieder an. Über den Balkon hüpfen und nicht unterfallen. Das ist immer so der entscheidende Moment hier. Wenn man es dann eilig hat, geht's meist daneben. Aber wir machen das jetzt. Das ist jetzt auch hier mit dem Irrlicht ein bisschen geschwindigkeitsmäßig etwas anders. Man darf nicht vor die Wand tippen. Haben Sie mal drin? Hihihihi. Hauptsache, du lockst. Hallo? Die anderen nicht an? So rumhüpfst. Da schon eher Bosch. Waschen uns mal so durch. Oder sind alle in der Inni? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Eigentlich könnte man doch hier schon auch noch mit 15 Leuten rein, oder nicht? Nein, hier kannst du nur genau mit 10 Leuten rein. Okay. Aber wenn jetzt alle in der Inni sind?
Jo, das Räuchergefäß steht da, aber wir können doch nichts weiter machen, oder? Es endet immer einer. Deswegen sind die auch da. War doch der ganze Spaß umsonst. Och, ich weiß nicht. Spaß. Na nun, mein Windows macht Geräusche. Keine Ahnung. Ja, ich glaube. Also wie es jetzt aussieht, machen wir den halt jetzt nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, machen wir schnell Draghi. Noch da links pullen, aber einfach die herpullen. Ja, ich meine nur. Thank you.
Ist halt blöd, wenn man gerade keinen sportfreien Teil angegriffen wird. Jo, von meiner Seite aus kannst du. Schult euch nur alle schön in mein Federkleid. Ja, es ist flauschig. Wie sie plötzlich alle weggesprungen sind. Ich hätte ihn ja schlafen geschickt. Ja. Jo, sieht gut aus. Stopp, 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 langsam. Ach Leute. Es ist halt auch immer einer, ne? Gebe ich mir halt selber anregen. Jo, mach das. Vor allen Dingen, wenn ihr meinen Eingeschlaften wieder rausholt. Es bin nicht ich. Ja, das ist der Schurke mit Klingenbüll. Was soll er das machen? Da kann man sich leider nicht aus um Venus trifft. Wie jetzt von den Gegnern oder wie man es weiß? Ja, wer getroffen wird. Mhm. Erstens wird immer der getroffen, der ganz weit weg steht und im Schaf ist. Anstatt sie nebendran. Mich verkohlen. Nee, verhelmuten. Ich wollte mal wissen, ob der andere Heiler auch heilt. Nö. Er schläft gerne. Den habe ich aber nicht geschafft. Gesleept. Also mit einem Jäger und zwei Tanks sollte es ja ganz einfach sein. Jo. Wenn eine andere Palle noch die Feuerriese anmacht, ist es noch schöner.
Ja, Rüstung-Aura wäre halt noch schön und Feuerriese wäre noch schön, aber keine Ahnung, was der andere Tankpaler macht. Ja, pull einfach. What the fuck, wo kam der jetzt her? Keine Ahnung. Haltst du mit? Atri? Okay, da muss ich aber erst raus, warte. Ja, aber, oder gib mir ein Battle Red, wäre auch noch nice. Sag schnell den Namen. Elva Reis. Und mal bitte alles hochheilen. Der zweite Tank ist halt auch gestunt. Ich meine, sonst spottet er doch so gut. Was ist da los? Wow. Na, gestorben ist er. Und ein Paladin lebt noch. Ach, geht's halt für den Spruch, Turban. Und für die Brust. Wer kriegt das? Wenn du Bedarf machst, vielleicht du. Oder bei beidem gerne, aber darf ich? Ja, natürlich, du bist Eule. Du darfst das. Bin Eule, ich darf das. Cool. Es ist jetzt nicht so, als wäre das T1 besonders, das T0,5 besonders gut. Ne, also. Nein, es ging, glaube ich, eher um die Spruchturban. Genau. Ja. Ja gut, das ist tatsächlich brauchbar. So, damit hätte ich dann die Unipri auch so gut wie fertig. Jo, ich glaube. Reinlassen oder? Hm? Oder wollen wir? Machen wir noch was? Wenn ich dich finde. Ich bin hier mitten in dem Haufen, da wo ich hier mit der Maus hier so rumpf. Also direkt neben Otto Baums Bumpy. Den habe ich auch noch nicht gefunden. Der steht da so. Dankeschön. Also.
Mage liegt einfach oben, hier oben. Ah. Und jetzt einfach sagen, ciao Leute. Und ihn liegen lassen. Schöne Weste des Wildherzens. GZ. Dankeschön.